Fall Guys, let's play! Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ja, meine Freunde, nachdem nun, ich hoffe, ihr habt es gesehen, das He-Man-Event beendet war, hatte ich damals quasi on a daily basis, wie man so schön im Englischen sagt, versucht, mit regelmäßigem Ablösen meiner täglichen Aufgaben im Battle Pass so weit wie möglich noch aufzusteigen. Teils waren es merkwürdige Quests, die man zu erledigen hatte, werdet ihr gleich sehen. Und genau wie das letzte Mal kommt für euch heute auch wieder eine Doppelepisode, damit wir hier mal weiterkommen. Ansonsten schicke ich euch jetzt direkt in die 168. Solo-Runde. Chronologisch ist es die 233. und 234. Episode, das 233. und 234. Turnier und wünsche dazu, wie immer, viel Chaos und viel Spaß. So, meine Freunde, jetzt sind wir wieder da. Ich hoffe, ihr habt es gesehen, das He-Man Masters of the Universe Event. Es war sehr unterhaltsam und hat es mal fulminant geendet, oder was? Wenn ihr es nicht gesehen habt, habt ihr was verpasst, müsst ihr anschauen. Ich bin jetzt mit meinem Daily Alien unterwegs, so würde ich es jetzt einfach mal nennen. Habe ich mich komplett angezogen, sogar mit schwarzem Face, mit schwarzem Gesicht. Und jetzt versuche ich einfach mal so als Projekt über meine Dailies zu machen. Und die Weeklies nehme ich auch noch mit. Aber Dailies wäre einfach Runden überleben, erreichen, obwohl ich jetzt natürlich das Geilste hier als Runde bekomme. Als Runde bekommen habe, nämlich meinen Schleimpraxler, wie auch immer es heißt, Gedöns. Erwarte ich jetzt nicht, dass ich das schaffe. Aber egal. Ich habe gesehen, es gibt auch noch Weeklies. Ich habe auch schon ein bisschen gespielt. Ich sage es euch ganz ehrlich, wenn ich jetzt wirklich bei meinem Level noch was reisen will, dann kann ich nicht mehr alles senden. Ich habe gesehen, es gibt. Ich dachte, auf jeden Fall kann noch nicht stehen. Ich habe gesehen, es gibt auch Wurfobjekte. Ja, gut, da muss man natürlich entsprechendes Spiel haben, wie zum Beispiel Eiergerande oder so. Oder, was habe ich auch gemerkt, es gibt bei Rennrunden diese Bälle aus diesem einen Finale damals, die so explodieren, die kann man auch werfen. Und ich muss 1100, oder waren es 11.000? Nee, ich glaube sogar 11.000 Meter laufen, aber das ist halt so eine Runde. Das ist klar, das macht man dann halt zusammengesetzt aus einer Wochenfest. Oder halt, wenn man Dailies macht, dann macht man das mit als Wochenfest, so wollte ich sagen. Ja. Aber diese Quali würde ich dann schon machen. Also Quali irgendwo gibt es und es gibt Quali Runde 2. Ja. Ob das jetzt natürlich hier bei dem Schleimislime funktioniert, war ich zu bezweifeln. Aber versuchen. Der hier fällt man Tackle leicht. Oh, sie haben diese Schieber weggemacht, wollte ich sagen. Leute, haben sie auf mich gehört, mal. Und habe es geschafft. Ich habe doch mal gesagt, sie sollen diese Schieber da wegmachen. Bei dem Slime. Er hat auch nichts Besseres zu tun, als die Leute jetzt zu stressen, weil er ist der Grund, warum Bälle geschossen werden. Wie kann man nur so dumm sein? Ich verstehe es nicht. Entschuldigung. Auf jeden Fall, ja. Ich mache das jetzt mal jeden Tag. Dailies und sende die kurz zusammen. Wenn es sich lohnt. Wenn was dabei war, Finalteilnahme oder so. Wenn halt alles irgendwie failt, dann halt nicht, gell? Aber ich muss einfach eine Balance finden zwischen Leveln und Senden. Aber das war doch schon mal okay. Aber das wäre halt so ein schönes Beispiel. Wenn ich jetzt hier in der zweiten Runde rausgehe, hier zum Beispiel, dann brauche ich das auch nicht senden. Obwohl ich mich bei dem Schleim da bemüht habe. Jetzt schauen wir mal. Seit wann gibt es da so komische... Hm, na gut. Aber habt ihr die Bälle gesehen, das meine ich, mit Werfen? Wobei ich das eigentlich schon mal zeigen könnte, jetzt habe ich noch gar nicht gezeigt. Einfach auch, weil ich beweisen will, dass ich das Gefühl hatte, dass die beim Schleimkraxler ein bisschen auf mich gehört haben, aber sicherlich. Besser wäre, weil ich auch zu viel bin. Ich sehe nichts. Aber ich will wissen, ob einer auf mich zukommt. Ich glaube, das war nicht. Das Spiel ist halt einfach das Problem, dass man halt es direkt dann haben muss. Deswegen hast du es mir aber trotzdem nicht abgenommen, weil ich wollte es mir jetzt irgendwas zurückfahren. Meinst du das anschafft, dass du mir davon kommst? Oh, da hast du jetzt falsch gedacht.
Jetzt hat auch noch der das abgenommen. Wir werfen mal einen Gegenstand, das muss ich sowieso machen. Jetzt zählt er sich mir den Schweif besorgen. Okay, ich muss einen anderen holen, das funktioniert nicht. Ja, das Springen war schon ein Fehler. Ach, die Sekunden laufen raus. Jetzt muss ich den Poko das abnehmen. Okay, ich hab's versucht. Das ist genau das, was ich jetzt gerade gemeint habe, weil ich gesagt habe, wenn ich jetzt hier ausscheide, warum soll ich das zeigen? Vielleicht kann ich das zusammenschneiden. Ich möchte ja vielleicht schon das eine oder andere zeigen. Ich hab's jetzt auf jeden Fall versucht. Und man sieht halt auch, ich habe jetzt mal so einen Ball geworfen und so weiter. Ich laufe diese Meter, seht ihr das da? Ich qualifiziere mich. Vielleicht kriege ich das irgendwie zusammengefriemelt. Damit ich diese Erklärung nicht immer machen muss mit dem Anfang und so weiter. Ich denke, jetzt hänge ich einfach noch eins dran. So, meine Freunde, es geht weiter. Das war ein bisschen unlucky mit dem Abschweifen eben, aber so ist es halt manchmal. Ich habe jetzt danach auch noch zwei Episoden gehabt, die ich nicht gezeigt habe. Aber wenn ich hier was reißen will mit meinem Daily Alien, dann kann ich nicht mehr alles zeigen. Mal schauen, was das wird, ob man das dann hinten dran hängen kann. Und dann sind die Dailies aber auch schon abgearbeitet. Und dann werde ich das an den verschiedenen Tagen immer wieder versuchen. Und euch halt zusammen präsentieren. Viel Level habe ich ja nicht gemacht heute, finde ich. Also ich hatte irgendwie, glaube bei Level 13 oder so. 12 oder 13, ich weiß nicht mehr so noch. Jetzt bin ich 17. Der haut mich jetzt nicht um. Weiß nicht, was ich noch reißen kann. Hier gibt es auch gar nichts zum Werfen. Keine so Bälle und so. Und da frage ich mich auch, wie ich das machen soll. Okay. Das ist immer so, da kommt man da nicht mehr raus, wenn man da einmal getroffen hat. Ne, da weiß ich auch nicht, wie ich es machen soll, aber es ist eine Weekly, also irgendwann wird es sich mal einen Spieler geben, bei dem man was wirft. Eiergerangel oder so. Wenn ich das richtig verstehe, dass das dann auch zählt. Mich nervt es monströs, das muss ich auch mal ganz offen sagen, mich nervt es extrem momentan, dass ich nur noch 40er Runden spiele. Ich spiele ausschließlich 40er Runden, vor allem im Solo. Und da wird die Qualifikation echt zur Zerreißprobe. Okay, das war jetzt lucky, aber ne? Was ist eigentlich das jetzt? Das ist ein Block, oder? Ne, da wird die Qualität zerreißt worden. Aber was soll ich machen? Ja. Und das ist schon, glaube ich, plattformübergreifend. Na gut. Die Quali ist geschafft. Das müsste dann auch der Rest der Daily sein. Das werde ich dann auf jeden Fall ranhängen. Und so wird es dann auch laufen. Und da kann ich nur hoffen und beten, dass sie mal Double, Triple machen und dann schauen wir mal. Ich hoffe nicht, dass ich wieder so ein mördermäßiges Ding machen muss beim letzten Mal. Weil ich da in zwei oder drei Tagen oder Abenden so 70 oder 80 Level gemacht habe. Mhm. Da gab es dann aber irgendwann auch vierfach EP. Und weniger Abstände zum Leveln. Muss man auch ganz ehrlich sagen, da alle 300 EP hat man gelevelt. Aber naja. Die Zeiten scheinen vorbei zu sein. Mal schauen, was das gibt. Das habe ich jetzt heute. Das ist für mich alles noch dieselbe Session. Das habe ich heute noch gar nicht gespielt. Ah, jetzt muss ich noch aufstoßen. Jetzt bin ich dann auch langsam erschöpft, würde ich sagen. Jetzt spiele ich schon die ganze Zeit. Ich habe ja das He-Man-Event auch gespielt. Jetzt langt es mir heute. Ich finde das Alien-Kostüm allerdings sehr cool. Ja, wenn man Full-Body-Skins will, müssen es Ding sein. Battle Pass-Skins und das Problem habe ich sehr nicht Battle Skin. Aber den Battle Pass, den kaufe ich ja nicht direkt rausgespielt. Das gilt zwar auch für Shop-Skins, aber halt nur einmal. Würde ich nie machen. Da muss ich schon also arg glücklich haben. Das habe ich auch bei Fortnite nie gemacht. Da habe ich glaube ich inzwischen 6000 D-Bucks liegen. Das ist mir aus gut. Kann ich mal ein paar ausschalten, dieses Rot. Also, das ist eine Ampel.
Ich gucke auch gar nicht auf meine Figur, ich gucke nach vorne. Die ganzen Pros wieder online. Hier ist es am wichtigsten, wenn man gar nicht so viel move. Die Früchte gehen, finde ich auch. Die sind nicht so hart wie die anderen. Die Schrauben. Okay, also das Spiel hatte ein Einsehen, wie es aussieht. Früher war da ein Counter. Ja. Ah, ich erinnere mich, das ist das Spiel mit den Button, wo ich, als ich diese Saison für mich persönlich gestartet habe, gespielt habe. Ich weiß, dass man da am besten in so einen kleinen Raum geht und da ein bisschen abwartet. Aber das gibt es hier wahrscheinlich nicht mehr, weil es die Portale nicht mehr gibt, oder? Also es ist doch so, dass diese Portale nicht... Weil ich damals nicht sicher war, da war ja auch Portaltürenlauf, wisst ihr noch? Ja, kann mich erinnern. Ja, ich so gar nichts mehr. Ja, so habe ich damals doch recht gehabt, dass es nichts damit zu tun hat. Okay, ich habe noch gar nichts zu tun. Weil das ja, das Event war ja vorbei und die Spielmodi waren immer noch mit Dingen, mit Portalen. Wie komme ich eigentlich in den Raum da drüben? War nicht, oder? Also es ist doch so, dass diese Portale damit was zu tun haben. Also ich wusste natürlich, wo ging es beim ersten Mal. Weil ich nicht in den Raum komme irgendwie. Ich schaff's nicht in den Raum zu gehen. Ich schaff's nicht in den Raum zu gehen. Nee, ich glaube, das wird nichts. Nee, das war ich damals nämlich sicher, ob die Portale nur mit dem Event was zu tun hatten oder allgemein mit der Saison. Das ist doch so, dass es nur mit dem Event zu tun hatte. Oh, dann habe ich das damals wenigstens gezeigt und mitgenommen, auch wenn es schon natürlich gut war. Das habe ich ein bisschen besser gemacht bisher. Dann habe ich das Gefühl. Ob es allerdings reicht. Ich glaube es nicht. Nur noch drei Qualifikationen. Ich habe jetzt das Glück oder das Pech, dass kein Button mehr kommt, kein gelber. Es kommt einfach nichts mehr. Tja. Warum kommt denn jetzt nichts mehr? Das ist so typisch irgendwie. Ja. Oben sind zwei, aber das kommen wir jetzt in der Tod. Da ist noch einer in dem blauen. Ding. Ja, okay. Ich habe es versucht. Ist nicht schlimm, ich habe jetzt auf jeden Fall meine Dailies gemacht, das war mir jetzt am wichtigsten. Der Modi ist vor allem ohne diesen Raum nicht einfach. Also ist es doch so mit den Portalen, auch Türenlaufportale. Ich habe damals gedacht, weil das nach dem Event immer noch kam, dass das saisonmäßig ist. Nö, ist es nicht, aber dann habe ich das damals wenigstens gezeigt. Okay, ich bin auf jeden Fall raus. Und, aber ihr werdet sehen, ich habe meine Dailies gemacht, seht ihr? Und das sind immerhin 7900 EP und wahrscheinlich noch ein kleines bisschen was oben drauf. Ja, das nette war so die normale IP. Glaube ich. Das, was jetzt kommt. Genau. Und ein bisschen leveln tue ich schon. Allerdings weit komme ich so nicht. Seht ihr, das ist nicht mal. Ich habe jetzt zwei Dailies gemacht und das ist nicht mal zwei Level. Aber ich versuche es. Jetzt bin ich Level 18. Ich weiß auch nicht. Mehr als probieren kann ich nicht. Das war auf jeden Fall das. Und ich werde jetzt jeden Tag ein bisschen Dailies machen, bis ich durch habe. Und euch immer wieder mitnehmen. Und dann sind es halt keine Tagessession, sondern eine Wochensession. Okay, dann bis zum nächsten Mal.